Es dürfte sich von selbst verstehen, dass bei Muskelkater nicht mit mittlerer oder hoher Intensität weiter trainiert werden darf, um keine weiterführenden Muskelverletzungen zu provozieren. Ausgeprägter Muskelkater kann die Vorstufe einer Muskelzerrung oder im schlimmsten Fall sogar eines Muskelrisses sein. Ebenfalls kontraindiziert sind Dehnübungen und Massagen. Auch diese können weitere negative Auswirkungen auf den Heilungsprozess der geschädigten Muskulatur hervorrufen. Als genesungsfördernde Maßnahmen haben sich regeneratives Training wie zum Beispiel lockeres Laufen in Verbindung mit durchblutungsfördernden Maßnahmen durch Wärmebehandlung wie Sauna oder einem Vollbad in der Badewanne etabliert. Die Anwendung von angemessenem dosiertem Reizstrom, wie zum Beispiel durch Compex, kann ebenfalls den Heilungsprozess fördern.